So, liebe Medienvertreter, wenn alle ihr Zeichen geben, dass alles läuft, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Samstag gegen den FC Erzgebirge Aue. Wie Sie der Besetzung des Podiums jetzt schon entnehmen können, haben wir gleich zwei Themen. Und bevor wir zum sportlichen Thema kommen mit unserem Cheftrainer und mit Marcel Gauss, kommen wir noch zu einer ganz besonderen und ganz wichtigen Aktion, die am Samstag beim Heimspiel gegen Aue bei uns vonstatten geht. Es geht um eine Charity-Aktion unseres Hauptsponsors. Und daher begrüße ich hier oben neben unserem Vorstandsvorsitzenden Thomas Kriese auch Frederik Palmsdorfer, Geschäftsführer unseres Hauptsponsors Top 12, und Marco Tobrani, Vorstand der Heinrich-Kimmel-Stiftung. Und was es genau am Samstag geben wird und was es auf sich hat, da kann Thomas Kriese uns sicherlich mehr darüber berichten. Ja, guten Tag. Es weihnachtet sehr. Wir sind kurz vor Weihnachten und wir freuen uns, eine Aktion mit unserem Partner Top 12 durchzuführen. Die Aktion ist folgendermaßen. Unser Partner Top 12 gibt die Brust frei für ein Spiel. Die DFL hat dieses auch genehmigt. Und sie unterstützen dadurch die Heinrich-Kimmel-Stiftung. Was das genau ist, wird gleich nochmal erklärt werden. Eine karikative Aktion. Unter anderem werden dann noch 1212, reiner Zufall, dass da zweimal die 12 drin vorkommt, Tickets zur Verfügung gestellt für Menschen mit Behinderung, die dann im Familienblock Platz finden werden. Ich finde das eine ganz tolle Aktion. Das unterstreicht, dass wir mit Top 12 den richtigen Partner gefunden haben, die hier in der Region, und das ist für uns eben wichtig, sich ihrer sozialen Verantwortung stellen und gerecht werden. Und das ist auch unser Ziel mit den Betze-Engeln und ähnlichen Aktionen, die wir durchführen. Also von daher freuen wir uns und freuen uns auch, dass das in diesem Maße jetzt stattfindet. Das wird also dann auch ein nationales Echo haben, da die Brust freigegeben wird. Und unterstreicht eben auch, nur zusammen sind wir lautern, dass das eben auch mit einem kommerziellen Partner geht. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich, dass wir den gefunden haben. Und würde sagen, ich gebe jetzt mal weiter, dass auch mal erklärt wird, was genau die Heinrich-Kimmel-Stiftung ist. Genau, vorab würde ich dann mal an unseren Hauptsponsor geben, Frederik Palmsdorfer, Geschäftsführer von top12.de. Normalerweise kauft man ja die Brust ein, um darauf Werbung für sein Unternehmen zu machen. Die Brust dann für was anderes zu nutzen, ist eher ungewöhnlich. Was genau steckt hinter dieser Idee und hinter dieser Aktion? Ja, auch von meiner Seite guten Tag zusammen. Also wie schon von Herrn Kriese angesprochen, ist die regionale und soziale Komponente ein wichtiger Aspekt für uns. Und deswegen freuen wir uns, dass wir die Brust an die Heinrich-Kimmel-Stiftung freigeben, um so soziale Projekte der Heinrich-Kimmel-Stiftung zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Herr Dobrani, was genau macht die Heinrich-Kimmel-Stiftung, wenn Sie uns das mal berichten könnten? Und ich glaube, dass die Beflockung des Trikots auch noch auf ganz besondere Weise geschehen ist, wenn Sie uns da mal aufklären würden. Ja, vielen Dank. Auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich bin Vorstand der Heinrich-Kimmel-Stiftung und wir arbeiten ja sehr eng mit Top 12, mit dem Unternehmen zusammen zu der Stiftung, die eine regionale Stiftung hier in der Region ist. Wir sind also zuständig für die Region Pirmasens, Zweibrücken und den gesamten Landkreis Südwestpfalz, also hier heimisch viele unserer Beschäftigte und viele unserer Menschen mit Behinderungen, die auch am Samstag hier sein werden, sind natürlich begeisterte FCK-Fans schon seit langem. Immer montags, wenn der FCK verliert, ist bei uns die Stimmung entsprechend schlecht in den Werkstätten. Und wenn der FCK gewinnt, dann natürlich sehr positiv. Von daher sind wir eng mit dem FCK natürlich allein schon, was die Stimmung der Menschen anbelangt, sehr verbunden. Von daher waren wir natürlich unglaublich begeistert, wo Top 12 Hauptsponsor des FCK geworden ist. Wir arbeiten als Dienstleister für Top 12 in Hauenstein zusammen. Wir kommissionieren dort mit 12 Menschen mit Behinderungen, die dort eine Teilhabe am Arbeitsleben erfahren, zusammen mit einer Fachkraft, mit einem Gruppenleiter dort vor Ort, die ganzen Waren, die eingehen bei Top 12 über ihren Online-Shop. Und zu der Stiftung gehört
gehört zusätzlich noch ein integrativer Kindergarten, eine Schule für geistig behinderte Kinder. Wir haben Wohnen in ganz unterschiedlichen Formen, von vollstationären Wohnen bis zum ambulanten Wohnen und eben den ganzen Bereich der Arbeit mit Integrationsunternehmen und mit Werkstätten für behinderte Menschen. Und wie gesagt, aus diesem Aspekt her ist die Zusammenarbeit dann mit Top 12 gewachsen. Kann das nur bestätigen, dass Top 12 tatsächlich ein idealer Partner für uns ist und natürlich auch für den FCK, gerade mit dieser innovativen und sozialen Verbundenheit. Zu der Aktion. Wir haben dann natürlich voller Begeisterung gehört, dass wir dann für ein Spiel die Brust sozusagen des FCK zieren. Das wird für uns ein Riesenhighlight werden. Voller Stolz sind unsere Menschen mit Behinderung, dass sie auf der Brust sozusagen des FCK sein dürfen und werden natürlich mit voller Begeisterung am Samstag da sein. 1212 Tickets, die waren ruckzuck weg und aus ganz Rheinland-Pfalz und aus dem Saarland werden FCK-Fans dann mit Behinderungen und mit ihren Betreuer gemeinsam die Mannschaft unterstützen am Samstag. Und wir hatten natürlich noch ein weiteres Highlight, eben wie Sie angesprochen haben, Herr Roskopf, dass wir auch in unserer Textildruck- und Werbetechnikabteilung in Münchweiler die Trikots selbst bedrucken durften. Wir arbeiten für ganz viele Sportvereine in der Region und beflocken und bedrucken die Trikots. Aber natürlich für den FCK jetzt ein Trikot zu bedrucken, das war für unsere Mitarbeiter mit Behinderung natürlich was ganz Besonderes und erfüllt sie mit großem, großem Stolz. Ja, so viel vielleicht von mir. Dankeschön, Herr Dobrali, für die Erklärungen. Jetzt gibt es vielleicht noch oder sicherlich die ein oder andere Frage, die wir hier oben gerne beantworten auf den Monitoren. Übrigens links und rechts des Podiums sehen Sie noch ein paar Bilder von der Beflockung bei der Heinrich-Kämmle-Stiftung unserer Trikots. Gibt es denn noch Fragen an einen der Anwesenden hier? Die gibt es. Oliver Sperg von der Rheinpfalz. Mikrofon ist auf dem Weg. Ich habe zwei Fragen an den Herrn Dobrani. 1212 Tickets. Gab es dann mehr Nachfrage? Beziehungsweise wie haben Sie dann die Tickets verteilt? Nach welchem Schlüssel? Und ich habe es nicht akustisch nicht ganz verstanden. In Clan Münchweiler oder in Münchweiler ist die Werkstatt? Ja. In Münchweiler, nicht Münchweiler an der Rotalb ist die Werkstatt. Ja, wie wir die Tickets verteilt haben, relativ einfach. Wir haben die über einen Verteiler aller Werkstätten in Rheinland-Pfalz und aller Organisationen hier, die vor Ort in diesem Bereich tätig sind, haben wir eine Rundmail geschickt und quasi nach dem First Come, First Serve Motto haben wir dann die Karten verteilt. Und das ging aber doch so schnell, dass innerhalb von 14 Tagen die Karten eigentlich auch weg waren. Also die 1212, die waren gut investiert, haben natürlich zum Sponsor gepasst, aber wenn er jetzt Top 24 hieße und wir 2424 Tickets, hätten wir die auch losbekommen. Gut, wir werden mal schauen, ob sich der Hauptsponsor dann extra dafür umbenennen möchte. Warten wir mal ab. Die nächste Frage kommt von Michel Hasslinger von Radio RPR 1. Herr Dobrani, wie groß ist die Logistik, die Sie da am Sonntag leisten müssen? Denn man weiß ja, behinderte Menschen müssen transportiert werden. Mhm. Ja, also in der Tat ist das eine logistische Herausforderung, aber die nicht nur von uns gestemmt wird, sondern diese Frage wird natürlich von den jeweiligen Institutionen. Sie kommen ja, wie gesagt, aus ganz Rheinland-Pfalz und aus dem Saarland, also von St. Ingbert, Neunkirchen, aber auch von Idar-Oberstein, von ich sage mal ganz aus dem Norden, Koblenz etc. Das heißt, das werden die jeweiligen Einrichtungen vor Ort mit Beförderungsunternehmen tun. Und wir stehen natürlich dann auch im Austausch, dass diejenigen, die eben nicht sehr gut zu Fuß sind, da sind ja einige auch dabei, die werden mit einer gesonderten Zugangsberechtigung oben auch am Stadion 90 Minuten vor dem Spiel abgeladen werden können und dann nach dem Spiel auch dort wieder zugeladen werden können, damit sie tatsächlich im Prinzip die Treppen und aber auch den steilen Berg nicht hoch oder runter laufen müssen. Aber das wird auch in Kooperation beispielsweise bei uns, also von der Heinrich-Kimmle-Stiftung, werden auch in etwa 350 Menschen mit Behinderungen da sein. Die werden dann mit jeweiligen Busunternehmen im Prinzip dann hierher befördert. Aber das war eigentlich relativ überschaubar, planbar, weil eben unser Busunternehmen da voller Begeisterung auch dabei war und das dann auch ehrenamtlich auch macht. Auch das ist natürlich lobenswert zu erwähnen. An dieser Stelle doch dann die Bitte an alle Besucher, sollten Sie vielleicht am Samstag mal irgendwo 2 Minuten warten müssen, weil vor Ihnen ein Bus steht, wo Leute aussteigen, bitten wir da um ein bisschen Verständnis. Gibt es denn noch weitere Fragen an einen der Herrschaften hier oben?
Das scheint nicht der Fall zu sein. Sollte jemand noch ein Einzelinterview wünschen, möge er das nach der Pressekonferenz kurz ansprechen. Ansonsten würde ich jetzt nur sagen, wir machen noch ein gemeinsames Foto mit dem Trikot, das wir natürlich auch hier haben. Dann alle dreimal aufs Bild. So, ich bin raus. So, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, Sie können jetzt gerne noch ein Einzelgespräch nach dieser in der kurzen Pause führen. Würden wir jetzt kurz 5 Minuten Pause machen und dann setzen wir die PK mit Trainer und Spieler fort. Danke für die Geduld. So, dann darf ich auch die Zuschauer auf FCK TV, die live dabei sind, gleich wieder begrüßen. Und aus den angesprochenen 5 Minuten Pause wurde dann doch nur eine. Und wir kommen zum zweiten Teil unserer Pressekonferenz, nämlich zum sportlichen Teil. Samstag 13 Uhr geht es gegen den FC Erzgebirge Aue. Die Zahl der verkauften Tickets stand jetzt, da liegen wir bei 19.200. Das ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ich möchte schon jetzt darauf hinweisen, zu der sozialen Aktion, die wir gerade besprochen haben, ist auch am Samstag noch Tag des Ehrenamtes. An dieser Stelle auch schon mal vorab großes Dankeschön an die vielen ehrenamtlichen Helfer. Jetzt aber zum Wichtigen. Samstag, 13 Uhr, gegen Aue, Trainer. Wie habt ihr die Woche verbracht? Was stand jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel im Vordergrund? 3 Punkte. Danke. Hartnäckigkeit, das war das große Thema dieser Vorbereitung auf dieses Spiel. Wir haben in den letzten Spielen Punkte einfach liegen lassen. Das muss man auch ganz klar auch so sagen. Die Leistung hat gestimmt. Über große Phasen der Spiele. Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, haben die nicht genutzt und sind dann natürlich mit dieser Punktausbeute absolut nicht zufrieden. Und das muss korrigiert werden. Das wissen wir, das weiß die Mannschaft, wir alle, die daran arbeiten. Und das war das große Thema dieser Woche. Dass wir wirklich diese Punkte auch benötigen. Diese Marke, die wir mit 20 plus gesetzt haben, die müssen wir einfach so schnell wie möglich erreichen. Und wir haben jetzt die letzte Möglichkeit zu Hause mit dem Heimspiel, ja, vor dem eigenen Publikum dieses Ziel zu erreichen. Und das ist, darauf haben wir uns absolut fokussiert, auch die Mannschaft. Und wir werden mit Sicherheit auch sehr, sehr hartnäckig auftreten und werden alles dafür tun, um dann schnell diese Marke zu knacken und dann in das nächste Spiel zu gehen. Aber Ziel ist es absolut 3 Punkte, nichts anderes. Danke, Trainer, bis dahin. Marcel, die einen sagen, es ist positiv, seit 6 Spielen nicht verloren, andere sehen es negativ und sagen, seit 3 Spielen nicht gewonnen. Was bist du für ein Typ? Glas halb leer, Glas halb voll. Wie ordnest du die aktuelle Situation ein? Ja, ich denke, ich kann dem Trainer nur zustimmen. Wir wissen ganz genau, was wir in den letzten Wochen gut gemacht haben, was wir nicht so gut gemacht haben. Wir wissen auch, dass wir aus den letzten 3 Spielen leistungstechnisch zu wenig Punkte geholt haben. Aber wie gesagt, wir müssen trotzdem das Positive rausziehen. Sind 3-mal, glaube ich, zu 0 geblieben und haben auch relativ wenig zugelassen. Außer, auch wenn wir jetzt natürlich ein bisschen Glück gehabt haben auf Pauli. Aber genauso hätte das Spiel auch in die andere Richtung gehen können. Von daher, wir wissen die Spiele schon ganz genau einzuordnen, machen sie jetzt nicht verrückt und freuen uns eigentlich im Gegenteil besonders auf das Spiel hier zu Hause zum Jahresabschluss gegen Aue, weil ich denke, in den letzten Spielen zu Hause haben wir dann auch eigentlich immer gute Leistungen gezeigt und hoffen, dass wir dann zum Jahresabschluss hier noch einen Sieg feiern können, damit wir ja, die Leute auch ein bisschen besänftigen können und beziehungsweise Vorfreude schön auf nächstes Jahr. Danke, Marcel, bis dahin.